Wenn du dich selbstständig machen willst, wirst du dir vielleicht auch die Frage stellen, bist du geeignet, dich selbstständig zu machen, dein eigenes Unternehmen zu gründen? Und dann kommt natürlich die nächste Frage, bist du eher introvertiert oder extrovertiert? Und ist es gut oder schlecht? Und ich werde dir in diesem Video eine umfassende Information geben, wer tatsächlich am besten geeignet ist und woran du auch vielleicht als nächsten Schritt weiterarbeiten kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und tatsächlich war ich nicht immer Unternehmer, sondern auch erst Angestellter. Und in der Zeit davor war ich eher ein introvertierter Mensch. Das heißt, ich bin auf Partys gegangen und stand dann eher an der Ecke und habe alle beobachtet, alle Beziehungen analysiert und zum Schluss dann eine Entscheidung getroffen, welche junge Dame ich ansprechen will. Dummerweise ging dann meistens das Licht an, die Stühle wurden hochgestellt und der Raum war leer. Und deshalb durfte ich als Unternehmer genau aus dieser introvertierten Perspektive lernen, mich entwickeln und andere Richtungen, andere Felder erobern. Aber die Frage ist der Extrovertierte tatsächlich besser als der Introvertierte oder andersrum? In den letzten 20 Jahren habe ich nicht nur viele Beratungen, sondern auch viele Trainings durchgeführt. Und gerne frage ich auch die Teilnehmer, was sie glauben, wer besser geeignet sei für beruflichen Erfolg, Karriere und auch für die Selbstständigkeit. Sind es die Extro oder sind es die Introvertierten? Und die Abstimmung fällt meistens gleich aus. Die meisten denken, der Extrovertierte ist natürlich viel besser geeignet, weil er keine Menschenscheu, keine Menschenfurcht hat, weil er auf andere zugeht, die nicht schnell genug auf den Baum kommen, um sie auf Kunden, auf Projekte, auf Mitarbeit, auf Geschäftsbeziehungen ansprechen, rekrutieren, was das Zeug hält. Diese Menschen glauben die meisten wesentlich erfolgreicher. Naja, und die Introvertierten, die stehen halt in der Ecke und kriegen keinen wirklichen Kontakt. Aber schauen wir uns mal das Verhalten eines extrovertierten Menschen an. Der kommt in eine Veranstaltung oder Beziehungen auf einer Feier und redet und redet und redet und am meisten über die Person, die er am tollsten findet, nämlich über sich selbst. Und wenn solche Personen dann interagieren, also über Minuten, über Stunden, ständig reden, also senden, ist meine Frage an dich, was erfahren die von dem anderen? Angenommen, du sitzt bei zwei Versicherungsberatern. Und der Berater A ist extrovertiert und redet die ganze Zeit, wie toll er ist, die Produkte sind, die Police und die Versicherung und überhaupt ist er der Allerbeste und das geht eine Stunde lang. Und danach hast du einen Termin mit einem zweiten Berater und der stellt nur ein oder zwei Fragen. Wie ist die aktuelle Situation, wie sind Sie versichert und wie wollen Sie gerne versichert sein und was sind die Gründe dafür? Und dann hört er nur zu und schreibt mit und fragt nach, ob er dich richtig verstanden hat. Also grundsätzlich kann man nicht verallgemeinern, dass der Extrovertierte immer besser ist, weil er zwar viel redet, aber er hört wenig zu. Er kriegt wenig Zugang, wenig Informationen vom Kunden. Und wenn der Kunde mitbekommt, wenn du mitbekommst, dass sich der andere nicht wirklich sich für dich interessiert, sondern nur für sich und seine tollen Produkte, wie aufgehoben, wie wertgeschätzt, wie gut beraten fühlst du dich von einer solchen Person? Während also der Extrovertierte einen schnellen und auch meistens einen guten Kontakt zu anderen Menschen, auch teilweise unbekannten Menschen bekommt, ist das ein ganz klarer Vorteil. Allerdings redet er so viel und meistens von sich selbst. Der Introvertierte, der kommt eher langsamer mit Menschen in Kontakt, aber der Vorteil ist, er hört viel zu. Wir sehen also, beides hat Vorteile, beides hat Nachteile. Und deshalb gibt es auch einen neuen Begriff, eine neue Einteilung, eine neue Kategorie, die für einen Selbstständigen oder auch einen Unternehmer viel mehr zielführend sein kann. Das bedeutet, was sich immer mehr durchsetzt in den Soft Skill oder in der Persönlichkeitsentwicklung, ist nicht der Begriff Intro oder Extrovertiert, sondern ambivertiert. Ambi heißt von zwei Seiten her. Und das, was du als Unternehmer oder als Selbstständiger brauchst, ist tatsächlich beides zu verinnerlichen, beides abzubilden. Also den Mut zu entwickeln, wenn du eher introvertiert bist, so wie ich, auf Menschen zuzugehen. Den Mut zu haben, auch einfach mal sein Image möglicherweise in Gefahr zu bringen, die Gedanken zu überwinden, was denkt der andere von mir und Kontakte aufzubauen und sich zu freuen, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Auf der anderen Seite, wenn du ein extrovertierter Typ bist, dann gilt es genau das Gegenteil zu machen, ein wenig introvertierter im Verhalten zu werden. Also darauf zu achten, dass das Senden und Empfangen in der Kommunikation im Balance steht. Und wenn du in der Beratungs- oder Kundengewinnung bist, dass du vielleicht auch mehr zuhörst und mehr wahrnimmst, abspeicherst, wiederholst und dich vergewisserst, ob du den anderen tatsächlich richtig verstanden hast oder ob du wieder in Gefahr gelaufen bist, Gedanken zu lesen, um dann wiederum deine Antworten und Argumente abschießen zu können. Der Selbstständige, der Unternehmertyp, ist ein ambivertierter Typ. Er kann sowohl als auch.
Er ist in der Lage, beides zu beherrschen. Er kann nicht nur mit dem Auto fahren, sondern auch mit dem Fahrrad oder dem Motorrad. Er hat verschiedene Führerscheine erworben in der Kommunikation. Und das ist auch deine Aufgabe, je nachdem das, was fehlt, auch auszubilden. Dafür gibt's Coaching, Trainings, gute Bücher oder auch gute Videos. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich dir mitteilen möchte. Es gibt noch eine weitere Dimension, die wir zum Beispiel mit unseren Kunden, Gründern und Unternehmern immer wieder abbilden, einem Birkmann-Persönlichkeitstest. Denn dort wird eine weitere Dimension herausgefunden, die genauso wichtig sein kann wie intro und extrovertiert. Hierbei geht es um die Dimension Menschenorientierung oder Aufgabenorientierung. Was bedeutet das? Wenn du super extrovertiert bist, aber leider aufgabensachbezogen bist, dann kann es sein, dass du in einen Raum reinkommst und du sofort ein Paket, ein Möbelstück aufbauen willst oder in die Küche gehst und Kuchen backst, aber die Menschen übersiehst. Auch mit dieser scheinbar guten Extrovertiertheit wirst du wenig Zugang zu Menschen bekommen. Das heißt, auch in diesem Fall heißt es für dich zu lernen, noch mehr menschenorientiert, extrovertiert zu sein. Und am schwierigsten hast du dich Zugang zu bekommen, wenn du sowohl introvertiert als auch aufgabenorientiert bist. Dann sitzt du nämlich alleine in deinem Keller, vor deinem Computer, an der Excel-Tabelle oder programmierst irgendetwas. Viel wichtiger ist es also, hier eine gewisse Grundflexibilität aufzubauen, also sowohl an Menschen als auch an Aufgaben interessiert zu sein und gleichzeitig auch die Balance hinzubekommen zwischen Extroversion und Introversion. Du hast sicherlich schon einen Eindruck, in welchem Feld du jetzt gerade bist. Bei mir war es sehr stark introvertiert, aber menschenorientiert. Und jeder von uns hat durch die Biografie, durch die Gene, durch die Epigenetik, also das, was aus dem Genpool noch aktiviert worden ist durch dein Elternhaus, eine momentane Situation. Sehr selten ist es, dass ein Unternehmer gleich hier in der Mitte ankommt und über alle Dimensionen zu gleichen Anteilen verfügt. Deshalb lade ich dich ein, zunächst mal schriftlich deine momentane Perspektive, deine momentane Ausrichtung auch abzubilden, am besten durch einen Birkmann-Test. Weitere Informationen hierzu findest du über www.birkmann.info oder über den Link unterhalb des Videos. Wenn du dann deine Ist-Analyse gemacht hast, dann sag nicht, oh, ich bin jetzt hier aufgabenorientiert und introvertiert, aus mir wird nichts, ganz im Gegenteil. Dein menschlicher Geist ist genauso formbar wie die Festplatte eines PCs. Du kannst Software aufspielen, du kannst dich verändern bis zur letzten Sekunde. Das wissen heute auch die Wissenschaftler. Das heißt, deine nächste Aufgabe ist es, auf der einen Seite deinen persönlichen Lernentwicklungsplan aufzubauen, auch deine Brille, deine Werte neu einzustellen und dich für Menschen zu interessieren, das Gute daran zu finden, Interesse zu zeigen, vielleicht auch eine gewisse Liebe und Zuneigung für Menschen zu entwickeln, auch wenn dir das auf im ersten Blick keinen Grund dafür geben zu scheint. Das zweite, was du dann machen kannst, ist natürlich auch Menschen in dein Team reinzuholen, die dich ergänzen, da wo es heute vielleicht noch am meisten fehlt. Also im Team bist du stark, wir Menschen sind auf Ergänzung ausgelegt. Also bau dir dein eigenes, setz dir dein eigenes Team zusammen. Aber auch wenn du spitzen extrovertierte Verkäufer und Marketingleute hast, wirst du trotzdem in deinen strategischen Entscheidungen als Unternehmer, als Führungskraft alle Bereiche repräsentieren müssen, damit du gute Entscheidungen triffst. Also mach dich trotzdem auf die Suche nach guten Vorbildern, nach guten Lehrern, Trainern, Coaches, Literatur und entwickle dich weiter. Nicht von heute zu morgen alles erschließen, aber über die nächsten 7 Jahre einen konsequenten Lern- und Entwicklungsplan aufzubauen und auch die entsprechenden Pläne zu setzen mit Etappen und vor allen Dingen auch Inhalten und ein Budget, was du brauchst, um das finanzieren zu können. Wenn du also hierbei Unterstützung brauchst, eine richtig gute Führungskraft, ein Unternehmer, ein Selbstständiger zu werden, also nicht nur intro oder extrovertiert und menschen- oder aufgabenorientiert, sondern in der Mitte anzukommen als ambivertierte, tatsächlich kompetente Führungskraft, Unternehmerpersönlichkeit, dann lade ich dich ein, gerne Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir bilden nicht nur dein Geschäftskonzept ab, sondern wir machen mit dir auch eine persönliche Analyse, einmal über das Birkmann-Tool, deine Persönlichkeitskomponenten und Interessenslagen und Extro- oder Introversion, aber auch deine Soft Skills, deine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, all das ist relevant, dass du zum Beispiel auch Finanzierung von Banken oder Investoren bekommst. Gerne begleiten wir dich also, dein Team zusammenzusetzen, dein Geschäftsmodell zu erweitern oder zu entwickeln, dass du starten kannst, aber auch deine persönlichen Entwicklung weiterzugehen, denn wir haben auch viele Coaches bei uns an Bord. Deshalb like jetzt das Video, abonniere den Kanal, empfehle uns weiter und betätige die Glocke im Kanal, dann wirst du weiter informiert. Und jetzt kannst du unterhalb des Videos nicht nur dich sachkundig machen über den Birkmann-Test, sondern auch dein kostenfreies Erstgespräch jetzt buchen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Entwicklung und Gestaltung deiner Zukunft.
Dein Daniel Schäfer.